Geführte Meditation. Die Erde ist mein Zeuge. Diese Meditation heißt Die Erde ist mein Zeuge und sie besteht aus zwei Teilen. In dem einen wird die Erde dein Zeuge sein. In dem anderen wirst du selbst zum Zeugen aller Dinge werden. Um das Licht in die Dunkelheit zu tragen, brauchen wir einen festen Stand. Wir müssen einen Weg finden, zentriert zu sein, stabil und geerdet. Fangen wir damit an, uns hinzusetzen. Suche dir eine Sitzposition, die bequem ist und in der du länger sitzen kannst, in der du dich entspannt und würdevoll fühlst und zugleich wachsam, ganz und gar gegenwärtig, während du deinen Platz auf der Erde innehast. Wenn du bequem und entspannt sitzt, nimm ein paar reinigende Atemzüge. Atme tief durch, um loszulassen, was du mit dir herumträgst, sodass du noch gegenwärtiger bist. Du hast jetzt die gleiche Sitzposition wie Buddha am Abend seiner Erleuchtung. Und die Erde wird dein Recht als menschliches Wesen bezeugen, hier inmitten aller Dinge zu sitzen und ein weises und mitfühlendes Herz zu erwecken. Auf die gleiche Weise, wie der Buddha die Erde berührt hat, berührst auch du sie mit deinem Körper. Spüre dich, wie du geerdet und mit stabiler Haltung auf der Erde sitzt. Du bist ein Teil dieser Erde. Deine Knochen bestehen aus den Mineralien der Erde. In deinem Blut fließt das Salzwasser der Meere, das Wasser der Regenwolken und der Flüsse. Du bist ein von dieser Erde geliebtes Kind. Und du trägst die Lebenskraft der Erde in dir. Spüre, wie die Erde dich trägt, während du auf ihr sitzt. Sitze wie ein Teil der Erde, unbeweglich wie ein Berg. Und nun, da du auf der Erde sitzt, da du zu Hause bist, kannst du anfangen, all die Bürden und Schwierigkeiten loszulassen, die du in deinem Körper trägst. Lass sie zur Erde zurückkehren. Spüre, wie du mit der Erde verwurzelt bist, während du sitzt. Es ist, als würden Wurzeln von deinem Körper hinunter in die Erde wachsen, bis in ihr Zentrum. Du bist verwurzelt und geerdet und so unbeweglich wie ein Berg. Beginne jetzt mit dieser Übung, indem du die Bürden loslässt, die du mit dir herumträgst. Lasse sie zu den Wurzeln hinunterwandern, in die Erde hinein. Fange damit an, dass du deine Aufmerksamkeit langsam durch deinen Körper schickst. Spüre die Bereiche, die angespannt sind, in denen Schwierigkeiten und Kämpfe herrschen. Beginne mit dem Kopf. Der große Strom der Gedanken, der Pläne und Erinnerungen, Erwartungen und Ängste. Lass das alles los. Lass die Gedanken durch deinen Körper nach unten strömen. Durch die Wurzeln. Zurück ins Zentrum der Erde. Befreie dich von den Bürden, die du in deinem Kopf trägst, damit dein Geist klar und frei sein kann.
spüre die Spannung in deinem Gesicht, die Tränen um die Augen, die Spannung im Kiefer, die Angst und die Wut und all das, was in deinem Gesicht gewesen ist. Lass es durch den Körper fließen. Entlasse die Bürden wieder in die Erde. Bewege deinen Kopf kreisförmig und lasse alles los, was du in deinem Nacken getragen hast, bis dein Kopf wieder eine natürliche, aufrechte Position einnimmt. Lass die Spannungen durch deinen Körper nach unten wandern und in die Erde fließen. Jetzt spüre deine Schultern. Spüre das Gewicht, das du getragen hast. Das ganze Bündel, Bürden und Kämpfe. Es ist an der Zeit, dass du dieses Bündel ablegst und von der Erde tragen lässt. Lass alles, was du trägst, aus deinen Schultern herausfließen. All die Spannungen, die Kämpfe fließen den Körper hinunter zu den Wurzeln, zurück zur Erde. Lass alles so gut wie möglich nach unten fließen. Entspanne dich dabei und erwarte nicht zu viel. Manchmal kann man alles mühelos nach unten bringen und manchmal ist es ein Prozess, bei dem immer nur eins nach dem anderen freigelassen wird. Gehe jetzt zu deinen Armen und spüre, wie sie all diese Kämpfe getragen haben, all die Streitereien, die Konflikte, die Schwierigkeiten. Löse die Spannungen, die Kämpfe, die Konflikte, die in deinen Armen sind, in deinen Handgelenken, deinen Händen. Lass alles aus deinem Körper hinaus und zurück zur Erde fließen. Übrig bleiben werden die Kraft deines Armes und der Mut deiner Schultern. Aber sie werden entspannt und gelöst sein, offen und ansprechbar. Statt Bürden zu tragen, sitzt du inmitten deiner Schwierigkeiten entspannt und würdevoll auf der Erde. Richte deine Aufmerksamkeit jetzt auf deinen Brustkorb. Spüre ihn. Vorne und hinten. So wie das große Herz in ihm. All die Bürden, die Schmerzen, die Wünsche, die Vertrauensbrüche und Sehnsüchte. Entlasse diese Leiden ebenfalls in die Erde. All den Kummer, den du mit dir herumträgst. Lass ihn durch deinen Körper nach unten fließen. Lass dein Herz weich werden und öffne den Brustkorb.
sodass dein Atem leicht fließen kann. Und wenn du alles losgelassen hast, bleibt dein großes, weites Herz voller Weisheit und Mitgefühl. Wende dich dem Magen zu all dem, was dort gehalten und aufgewühlt wird und eng ist und besorgt und voller Befürchtungen. Lass alles im Magen los. Lass es zurückkehren und durch den Körper fließen bis zum Zentrum der Erde. Lass die Erde deine Bürden übernehmen. Die Erde ist dein Zeuge. Und lass den Magen frei werden, damit er die Nahrung, die er erhält, auf offene und leichte Weise verdauen und umwandeln kann. Lass deine Aufmerksamkeit weiter dein Rückgrat entlang hinunter zum Becken und zu den Genitalien wandern. Spüre, wie das Becken dich ebenso hält wie die Erde. Spüre die Spannung im Rückgrat, in den Genitalien und im Becken. All die Spannungen und Konflikte, die Dramen und Ängste, lass sie alle los. Lass zu, dass sie allmählich nach unten fließen. Lass sie los und öffne dich. Die Erde wird dich tragen. Dein Becken wird eine Quelle der Würde und des Mutes werden. Dein Rückgrat sich aufrichten. Du wirst auf weise Art zum Zeugen werden, die voll und ganz von der Erde unterstützt wird. Unterstützt von deiner eigenen Fähigkeit, ganz gegenwärtig zu sein. Bringe deine Aufmerksamkeit weiter nach unten zu deinen Oberschenkeln, deinen Beinen und deinen Füßen, die dich so lange getragen haben und auch jetzt noch deine Spannungen und Bürden und Schwierigkeiten tragen. Lass diese Spannungen los. Lass zu, dass die Bürden und Schwierigkeiten, die sie all dein ganzes Leben lang getragen haben, in die Erde fließen. Zur Erde zurückkehren. Der Erde übergeben werden. Du kannst dir immer wieder die Zeit nehmen, und mit deiner Aufmerksamkeit durch deinen Körper wandern und spüren, wie klar und ruhig und stark du dabei wirst, unerschütterlich wie ein Berg, während du als Teil der Erde auf der Erde ruhst. Die Erde trägt deine Bürden. Die Erde ist dein Zeuge. Unerschütterlich und stark und klar sitzt du da, klar und offen.
Während du in dieser Klarheit und Stärke dasitzt, verweile in der Stille und Reglosigkeit. Genau so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Während dein Körper sich reinigt, dein Geist sich beruhigt und dein Herz sich voller Leichtigkeit und Erkenntnis öffnet. Und jetzt, im zweiten Teil der Meditation, wirst du selbst zum Zeugen von allem werden. So wie die Erde dein Zeuge ist, sitzt du jetzt ruhig und ausgeglichen und zentriert zwischen Himmel und Erde da wie Buddha in menschlicher Gestalt. Du hast deinen Platz auf der Erde eingenommen und wirst jetzt ebenfalls zum Zeugen aller Dinge werden. Zum Zeugen zu werden bedeutet, in dem großen Raum des achtsamen Bewusstseins zu verweilen, das deine angestammte Heimat ist, deine wahre Natur. Während du diese Worte hörst und deinen Körper wahrnimmst, die Empfindungen, die Geräusche, die Gefühle und Gedanken, lass sie wie die Wellen des Meeres auf- und absinken. Und ruhe im reinen Bewusstsein. Während du das tust, wirst du das Leben in deinem Körper wahrnehmen, wie der Atem von ganz allein kommt und geht. Lass den Atem zu deinem Verbündeten werden, indem er das Kommen und Gehen aller Erfahrung bezeugt. Spüre den Lebensatem. Der Atem ist wie der Wind, der den Berg berührt. Dein Atem ist so weit wie der Himmel. Spüre seinen natürlichen Rhythmus, die Kühle in der Nase, wie er in deiner Kehle wirbelt und kribbelt, wie deine Brust, dein Bauch sich dabei hebt und senkt. Lass den natürlichen Rhythmus deines Atems sich mit deinem achtsamen Bewusstsein verbinden. Und spüre, wie zentriert und ruhig und gelöst du bist, während es in dir atmet. Während du den Atem kommen und gehen lässt, lasse um ihn herum die anderen Wege der Erfahrung, die Empfindungen und Geräusche, die Gefühle und Gedanken, wie die Wellen des Meeres auf- und absteigen. Du bist der Zeuge des Atems und der Zeuge von allem, was um den Atem herum aufsteigt und sinkt. Ruhe im reinen Bewusstsein. Nimm wahr, wie die Wellen aufsteigen und wieder verklingen. Nach ein paar Atemzügen wirst du bemerken, dass eine oder mehrere dieser Wellen sehr stark werden, dass sie die Aufmerksamkeit vom Atem ablenken.
Wenn eine starke Welle aufsteigt, lass den Atem los und bezeuge sie auf die gleiche weite Weise, wie du es beim Atem und beim Körper getan hast. Du kannst ihr wie als Verbeugung sanft einen Namen geben. Traurigkeit, Aufregung, Sehnsucht, Angst. Was immer es für eine Schwierigkeit ist, die sich dir gerade zeigt. Oder auch freudige Zustände. Wenn sie sehr stark sind, kannst du dich vor ihnen verbeugen und sie als Zeuge sanft benennen. Traurig, traurig. Planend, planend, wenn der Geist plant. Sich erinnernd, wenn eine große Woge der Erinnerung einsetzt. Angst, Angst, wenn sie sich erhebt oder wenn starke Empfindungen im Körper auftauchen. Spannung, Schmerz, Kribbeln, Geräusche, die stärker werden. Und während diese Wellen aufsteigen, lass allem, was im Hier und Jetzt ist, die Klarheit der achtsamen Aufmerksamkeit zukommen. Du bist der Buddha. Du bist der Zeuge aller Dinge. Benenne alles sanft und spüre, wie es durch deinen Körper und Geist wandert und verklingt. Der Atem bewegt sich wie eine Brise. Oder es steigt eine Erfahrung als starke Welle auf. Benenne sie sanft, werde zum Zeugen. Nimm wahr, wie sie durch deinen Körper und deinen Geist wandert. Und wenn sie verklingt, verweile wieder im reinen Bewusstsein. Vertraue diesem Bewusstsein. Sitze zentriert und ausgeglichen da. Unbeweglich wie ein Berg. Und frei wie der Himmel. Während du in der Gegenwart mit den immer wieder auf- und absteigenden Freuden und Kümmernissen des Lebens weilst, achte darauf, dass dein Herz zärtlich bleibt. Offen für den großen Geist des Mitgefühls. Ruhe auf dieser Erde. Vertraue der großen Buddha-Natur in dir. Der Fähigkeit, alles zu bezeugen, das aufsteigt und dabei zentriert und ausgeglichen und ruhig zu bleiben, inmitten von allem, das geschieht. Kehre so oft zu dieser Übung zurück, wie es dir gut tut. Und mache die Sitzmeditation, die Erde ist mein Zeuge und zum Zeugen aller Dinge werden, zu einem Kernstück deiner Meditationspraxis. Sie ist ein Mittel, dich ins Gleichgewicht zu bringen und zu nähren, deinen Geist zu beruhigen,
und dein Herz zu öffnen. Und inmitten all der Dinge, die dein Leben verwandeln, weise zu werden.